Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und unser SK Sturm trifft morgen am Samstag auf die Admira in der Südstadt. Es ist das zweite Auswärtsspiel in Serie für unsere Blackies und es ist für beide Mannschaften eine wichtige Partie. Der Tabellendritte empfängt den Tabellenzweiten. Sturm kann mit einem Auswärtssieg einen sehr großen Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen und ja, die Admira kann natürlich noch mal so ein bisschen rankommen. Mit einem Sieg gegen uns würden sie auf 5 Punkte ihren Rückstand verkürzen. Beide Teams auch aktuell in ihren jeweiligen Positionen, also die Admira als Heimmannschaft in dieser Partie und Sturm als Auswärtsmannschaft, eigentlich ziemlich top in der Liga, außer Salzburg, die im Moment ja alles schlagen, sind nämlich sowohl das beste Heim- als auch das beste Auswärtsteam, nach Salzburg, wohlgemerkt. Also von dem her muss man da schon sagen, dass da durchaus ja zwei gleich starke Teams, würde ich ja fast schon sagen, aufeinanderprallen. Beide möchten natürlich gewinnen, das ist klar. Personell sieht es bei unseren Blackies ja auch ganz gut aus. Wir haben ja außer Zulechner keinen wirklichen Verletzten zu beklagen. Also das heißt, Heiko Vogel kann aus dem Vollen schöpfen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht vom System her wieder dieses 4-4-2-System geben wird, wie schon im Pasching gegen den Lars, das war durchaus erfolgreich war und eben den ersten Sieg im Jahr 2018 in der Bundesliga uns beschert hat. Also Eze und Edomonci, das könnte durchaus auch wieder an der Tagesordnung stehen. Mal schauen, was mit Danny Allah passiert an der Stelle. Ansonsten geht es eigentlich nur mehr zu sagen, ja, die Admira eben, wir haben ja kurz die Statistik angesprochen, ist ja sowieso extrem heimstark, wirklich in dieser Saison, haben zuletzt auch noch 3 Siegen in Folge in Mattersburg dann verloren, aber man muss auch sagen, auch Mattersburg ist aktuell in guter Verfassung, deswegen, da kann man auch mal verlieren, ist uns ja leider Gottes auch schon passiert, aber naja, bei unseren Blackies, da sollte hoffentlich eben nach dem LASK-Auswärtssieg der Knoten aufgegangen sein und ich bin da eigentlich sehr positiv gestimmt, dass wir ja das Ganze auch in der Südstadt eben deichseln werden. Es gab in den bisherigen Duellen auch jeweils einen Heimsieg immer, eben für die Heimmannschaft logischerweise. Die Admira hat uns glücklich 2-1 geschlagen, wo wir ja sehr spät noch 2 Gegentore bekamen nach langer Führung. Und wir haben in Graz eben ja die Admira wirklich weggeschossen mit einem 6-1-Sieg. Da hat auch Zulechner noch getroffen. Also von dem her sind die Voraussetzungen relativ ausgeglichen, wie ich finde. Klare Prognose, schwer zu erkennen, wer da wirklich der Favorit ist. Admira hat den Heimvorteil, wir sind auswärts gut, den ersten Sieg mitgenommen, Rückenwind und so weiter und so fort. Wir werden es alle erleben, was unsere Blackies da im Endeffekt in der Südstadt machen werden. Und ja, ich bin gespannt auf das Spiel, ich freue mich drauf. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen, Gämmerburschen und... Bis dann. Ciao, ciao.